Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute, wie ihr im Titel schon gelesen habt, wird es eine richtig fette Ankündigung geben. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Es werden Veränderungen kommen und das werde ich alles heute mal in diesem Video auflösen. Aber ich werde das Video nicht alleine drehen, sondern mit dem lieben Tom. Und wir werden euch die Sachen jetzt alle einmal erklären, was sich verändern wird. Und wieso ich dabei bin, werdet ihr auch am Ende des Videos erfahren. Wieso genau. Ich jetzt hier sitze und nicht hinter der Kamera stehe, wie sonst immer. Wollen wir uns abwechseln? Ich will auch was mitteilen, nicht, dass ich hier die ganze Zeit so stumm daneben sitze. Schink Ladies first. Schink mir schon. Okay. Schink. Das kann nicht sein. Stein, ich nehme immer die Schere. Ich nehme immer Stein, Tom Stein. Damit darf ich anfangen. Die erste Änderung, Leute. Die erste Änderung. Hat was mit Hellas... Warum lachst du? Hella ist so ein fröhlicher Mensch, nein. Aber die erste Änderung hat was mit Hellas Instagram-Kanal zu tun. Der heißt ja Palomino Gollum. Das Unterstrich Gollum. Sorry. Das Palomino steht für die Rasse und Farbe und Gollum für den Namen, für den Pferd. Das war damals, als ich den Kanal erstellt habe, da war ich irgendwie 14 Jahre alt und ich dachte mir so, ich glaube sogar noch 13 Jahre. Ja. Ich hatte auch nur Gollum, da hatte ich Valentine noch gar nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, wie nenne ich den Kanal denn? Und ich wollte den halt nicht meinen Namen halt benennen, Hella Gabbard, sondern ich dachte so, ja, Palomino, das ist eigentlich ganz cool, so, das ist ja seine Farbe und Rasse. Mhm. Und dann halt Unterstrich und dann Gollum. Wow. Applaus. Die Änderung daran ist jetzt, dass der Kanal umbenannt werden wird in Hella Gabbard. Hella Unterstrich Gabbard. So wie dieser YouTube-Kanal, also der heißt ja nicht Hella Unterstrich Gabbard, ist egal. Auf jeden Fall wird der Instagram-Kanal Hella Unterstrich Gabbard heißen, weil man den so einfach leichter findet. Und das ich heiße ja auch auf den anderen Kanälen auch schon Hella Gabbard. Also genau, und sie hat jetzt Instagram auch Valentino und dann TikTok. Wäre das ja auch fies für Valentino, ne? Ich habe mich dafür eingesetzt, ich habe mich für Valentino eingesetzt. Chatty Unterstrich Valentino sollte der heißen. Dann haben wir uns auf Hella Gabbard geeinigt. Die zweite Änderung ist, dass wir endlich einen festen Termin für die Livestreams haben. Ich glaube, viele werden sich freuen. Dann kann man sich das einfach eintragen im Kalender und dann steht alles fest. Und man muss nicht jedes Mal, wir sagen irgendwie 3 Minuten vorher, oh, wir machen einen 3 Minuten Livestream. Ja. Und dann ist natürlich die Hälfte noch im Stall wahrscheinlich. Die andere Hälfte macht gerade Schulaufgaben. Und das ist natürlich dann richtig genau. Doof. Und damit natürlich dann alle die Chance haben, auch teilzunehmen und dabei zu sein, haben wir uns überlegt, dass wir jeden ersten Sonntag im Monat einen Livestream machen. Um 12 Uhr. Vielleicht sind wir auch mal eine Viertelstunde zu spät und es fängt erst um 11:45 an. Aber ihr kennt uns ja, ne? Ja. Ihr kennt uns. Wir versuchen uns immer jeden ersten Sonntag im Monat um 12 zu machen und dann wieder Unboxings machen. Falls ihr auch Pakete schicken wollt, die wir dann in den Videos auspacken, in den Livestreams, dann guckt in die Infobox. Da ist die Paketstation-Adresse auf jeden Fall unten verlinkt. In der Beschreibung verlinkt. Genau. Die nächste Änderung, oder da darf ich noch gar nicht zu viel verraten, weil es noch nicht so... Ich sage einfach... Es wird etwas rauskommen im Dezember, darf man das schon sagen? Ja, im Dezember wird Hella etwas rausbringen und ihr könnt das erwerben, ihr könnt das kaufen. Was es ist, sage ich jetzt noch nicht. Es wird so cool. Es wird ziemlich cool. Also es wird rechtzeitig kommen, dass ihr es auf jeden Fall zu Weihnachten bekommen könntet. Also wenn ihr Interesse daran haben solltet, dann lasst einen Wunsch frei auf eurer Wunschliste. Es ist ein Teil, aber gleichzeitig auch mehrere Teile. Es ist kompliziert. Es ist ein Teil und gleichzeitig mehrere. Aber andererseits auch nur ein Teil. Also es ist halt irgendwie, ja, vielleicht hilft euch das wahrscheinlich nicht. Dann machen wir weiter mit der nächsten Änderung. Wir waren ja letztens in Paris und da haben wir richtig, richtig schöne Fotos gemacht. Und ich habe die natürlich alle bei mir in meiner Instagram-Story gepostet, aber irgendwie sind die natürlich dann auch direkt weg. Ich habe zwar ein Highlight erstellt, aber so alles, was wir da erlebt haben und so, wollte ich halt irgendwie festhalten, aber vielleicht auch nicht auf meiner normalen Seite, also auf meiner Pferdeseite, weil das da irgendwie nicht richtig reinpasst. Und da habe ich mir überlegt, dass Tom und ich uns einfach zusammen einen Instagram-Account erstellen können. Das fanden wir richtig cool, die Idee, denn da können wir dann alle unsere Fotos posten und haben das dann alles wie so ein digitales Tagebuch zusammen aufgelistet. Von unseren Urlauben, von zu Hause. Vielleicht werden wir, auch von unserem Alltag, werden wir dann, denke ich mal, ein paar mehr Stories posten von zu Hause hier. Vielleicht poste ich dann auch mal ein paar Stories. Das heißt, wenn Hella dann im Stall ist und hier wird irgendwas gemacht, keine Ahnung, ich habe letztens den Schrank aufgebaut, dann zeige ich euch das vielleicht auch mal. Also man wird nicht nur Hella sehen und nicht nur mich, sondern man wird uns beide ausgeglichen sehen. Mal kommen Fotos von uns beiden, mal vielleicht nur von Hella.
Und dann mal nur von Hella. Und ich glaube gar nicht, dass ich ein Foto von mir alleine posten werde, ehrlich gesagt. Ich verlinke euch die Instagram-Seite auf jeden Fall unten in der Infobox. Und dann könnt ihr da natürlich auch sehr gerne abonnieren, ne? Wir sind da ja ganz neu. Ja, ich werde der erste Abonnent sein. Ich werde der zweite sein. Okay, dann haben wir ja schon 2 Abonnenten, Leute. Wenn ihr dabei sein wollt, dann smasht den Abonnieren-Button. Und darauf aufbauen. Ich darf die nächste Sache nein, sagen. Nein, ich will das auch sagen. Nein. Wir sagen es zusammen. Das ist halt wirklich cool. Ihr werdet euch, denke ich, sehr, sehr freuen. Und deshalb sagen wir es jetzt zusammen. Ich teaser das erstmal kurz ein bisschen an, okay. Und dann darfst du es sagen. Okay. Also Hella hat ganz oft gesagt, dass sie so Kommentare oder Nachrichten bekommen hat, ob sie nicht mehr Videos pro Woche posten kann. Und das war halt zeitlich teilweise nicht möglich, wegen Schule und wegen was anderem. Und es ist halt auch schwierig mit den Pferden, so öfters die Woche Videos zu drehen, weil die müssen natürlich auch gearbeitet werden, so zum Springtraining und was weiß ich. Und wenn Hella euch da immer das Gleiche zeigt, wird es auch irgendwann langweilig. Und deswegen hat Hella halt das nie erhöht auf mehr als ein Video pro Woche. Aber wir haben eine Alternative gefunden, die hat auch wieder was mit mir zu tun und wieso ich hier sitze. Nein, ich werde keinen eigenen YouTube-Kanal machen, sondern... Wir machen zusammen einen neuen YouTube-Kanal. Genau. Das wird richtig cool. Und der heißt auch Hella und Tom. Eigentlich so wie unsere Instagram-Seite halt, ne? Verlinke ich euch auch schon in der Infobox. Was wird da für Content kommen? Da kommen richtig, richtig coole Challenges von uns. Aus dem Urlaub haben wir auch schon Videos gedreht. Und einfach so Lifestyle-Videos. Genau. Also wir werden uns jetzt nicht gegenseitig schminken, aber... Doch. Nein. Vielleicht schon, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall werde ich mich nicht von dir schminken lassen. Aber es werden coole andere Sachen kommen. Wir werden... Urlaubsvideos machen, wir werden Alltagschallenges machen, wir werden euch zeigen, wenn hier es irgendwelche coolen Neuerungen gibt. Zum Beispiel haben wir einen Raum in diesem Haus neu eingerichtet und dazu wird auch ein Video auf dem Kanal kommen. Und was ich eben gesagt hatte, Hella hat ja bis jetzt immer nur einmal die Woche ein Video hochgeladen. Jetzt werden also 2 Videos die Woche kommen, aber einmal auf dem Kanal und einmal auf dem anderen Kanal. Auf dem anderen Kanal immer jeden Mittwoch und hier weiterhin jeden Sonntag. Also da müsst ihr natürlich auch den neuen Kanal abonnieren, bitte. Das wäre echt mega und vielleicht auch einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr die Idee wirklich cool findet. Aber eigentlich kann ich mir nicht anders vorstellen, weil ihr ja auch so oft das schon geschrieben habt, dass ich noch ein zweites Video die Woche drehen soll. Ich hoffe nicht, dass die Views jetzt runtergehen, weil ich da vor der Kamera mit sitze. Ich finde es halt mega cool, dass Tom sich das endlich mal getraut hat, weil er ist ja immer sehr schüchtern und will nur hinter der Kamera stehen und das finde ich richtig cool. Wann kommt denn das erste Video? Das ist jetzt schon online. Ich werde es euch in der Infobox verlinken. Also heute ist wirklich ein Video, wo ihr unbedingt in der Infobox vorbeischauen solltet und dann könnt ihr einfach nach unten wischen und dann auf das Video klicken und dann kommt ihr da direkt hin. Wenn ihr da dann drauf gegangen seid, dann lasst da doch gerne mal einen Kommentar da. Wenn ihr von diesem Kanal seid, würde mich auf jeden Fall mega interessieren, wer da jetzt rübergegangen ist und welche neuen Leute man da dann so... Trifft. Nicht trifft, aber welche neuen Leute man dort erreicht dann. Ja. Heute ist zwar Montag und eigentlich kommen die Videos ja erst am Mittwoch. Und trotzdem ist heute dieses erste Video online gegangen, aber das heißt nicht, dass am Mittwoch kein Video online geht. Also schaut auf dem Kanal auch am Mittwoch nochmal vorbei, weil dann kommt schon das zweite Video auf dem Kanal. Und ich glaube, auch für die Livestream-Zuschauer wird einfach in Zukunft noch viele coole Sachen kommen. Also es lohnt sich auch, den Livestream zu gucken, besonders in nächster Zeit so. Ich hoffe, euch haben natürlich die Ankündigungen gefallen. Es sind wirklich so, so viele Neuerungen und es wird, glaube ich, eine echt... rasante Zeit. Aber beim nächsten Video stehe ich wieder hinter der Kamera, auf diesem Kanal jedenfalls. Und dann sehen wir uns entweder dann auf dem anderen Kanal oder auf diesem Kanal dann am Sonntag wieder. Voll das Durcheinander. Ja. Bis tschüss. Dann. Ciao.